Das sieht gerade ein bisschen aus wie Gelbsucht. Ja, wir haben Leberschaden. Warte mal, wo sind wir jetzt? Ja, wir müssen das halt da. Ne? Wir laufen jetzt mal zum Arbeitsamt. Wir gucken da mal, wie die Preise sind. Das sind zwar schon wieder 1000 Dollar, die wir in Wind kloppen. Aber einfach mal gucken. Wir müssen Knete machen, ne? Wir brauchen, es nützt alles nichts. Wir brauchen bis zum 21.10. die 250.000. Da kommen wir nicht drum herum. Das nützt alles nichts. Aber vielleicht erreichen wir ja heute noch jemanden beim PD. Orientierung ist wieder on point. Vielleicht erreichen wir ja heute jemanden beim PD, um unsere Bewerbung abzugeben. Bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Aber so ein Auto wäre schon nicht schlecht, ne? Ich meine immer, dass das rumgelaufen, aber doch, da wäre eine Garage. War mal ein Stück Weg, aber besser als so rumzulaufen. Und sonst, wie lief euer Dienstag? Olaf will wirklich zum PD? Ja, natürlich. Natürlich. Nee. Oh, jetzt wird es gleich dunkel. Das sah vorhin, ich hatte vorhin bloß mal ganz kurz getestet, den Grafikmodus, ob auch wirklich alles funktioniert. Und ich fand es im Dunkeln sah es richtig geil aus. Ja, nach vorne gucken, ne? Oha, das kann ich mir vorstellen, Keks. Das kann ich mir vorstellen. Na, was sagt denn? Also ich finde das mega geil. Oder was sagt ihr? Das ist teurer, ja. Mega krass, ey. Sieht so fett aus. Ach, guck mal. Er hat seinen Führerschein im Lotto gewonnen, oder was? Was willst du denn? Junge, 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 Junge. So, was machen wir Schönes? Gucken. Beim Gebrauchtwagenhändler steht ein Auto für 75.000. Ehrlich? Beim Makler. Welcher? Wie heißt denn die Karre, warte? Cognoscenti Cabrio Cabrio. anstatt 100, anstatt über 110.000 für 75.000. Hast du Geld dafür? Ficke dich. Guckst du mal nach der Preise? Wenn es geht. Dein Geld, vielleicht kann ich dem das später zahlen. Und. Nö, Wie ne, nö? oder? Geh doch mal hier! Ja, entschuldigen Sie, junge Frau. Und. Wie Ohr. Benzin 153. Wow! Das wird immer weniger. Hä? Das wird immer weniger. Ja. Wir sind mal für über 200 gefahren, wo? Danach kommt Diamanten mit Ach, 127. das kannst du vergessen. Dann Fisch mit 109.
Alter, Eisen ist bei 11. Gold 35, Holz 80, Kupfer 11. 80. Uff. Huhn 80. Was? Huhn 80. Huhn würde ich gerne mal machen. 80 Dollar nur. Benzin aber besser, glaube ich. Das geht ja immer weiter runter. Benzin aber, ja und? Wo ist Stoff? Was ist das? Kleidung? 69. Ja. Uff. Ja. Dann lass mal Huhn oder Fisch machen. Benzin machen? Nee. Ja, was denn? Dann Fisch, oder? Meinst du? Ja, am Ende ist beides da oben, also. Ja, aber Fisch kriegst du 109. Ja, da weiß aber nicht, wie viel du von den Huhn wegkriegst, ne? Ui. Ich auch nicht. Armageddon incoming? Ja. Ja, es geht. Mahlzeit. Hola, Chicas. Was? Hola, Chica. Moin. Ja, sag was. Ja, weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Das sind die, die sich hier die Bananen einführen. Was? Der hat irgendwas mit Chica erzählt, keine Ahnung. Ach so. Was? Wie bitte? Was? Wie was? Wie? Was also, mit Chica? Hallo! Wie, was mit Chica? Hä? Was wollen Sie? Digga! Den bekommt die Chemotherapie nicht, Junge. Uff. Marlon, danke für dein Follow, danke schön. Zeit ist Geld, haben wir. Huhn! Ja, dann los! Ach, das Metzger, ne? Ja, ich denke. Metzger. Jo. Oh, ab geht's. Was sagt denn ihr da? Warte mal, lass mal erstmal Touristikführer gucken. Wo ist denn hier? Uff. Ach so. Wollte er denn schon wieder? Dickes Auto. Ja. Wie ich mir das leisten kann. Also einen Kopf zu machen. So, ich hab dir schon Markierung gesetzt. Ja, sehe ich. Du sollst aufhören, mal an meinem tollen Navi rumzuspielen, sonst klatscht es, aber kein Beifall. So ist irgendwas von deinem Job bei uns an der Garage? Hä? Marlon, was? Wie? Wo? Was meinst du? Das hier? Ach so. Ablieferung. Der Verkauf. Na, da ist doch. Da ist das, glaube ich, so ein Asia-Imbiss. Zicke, na und? Was machst du? Türkische Hochzeit. Türkische Hochzeit, ja, fahr einfach vorbei, Junge. Geht nicht, ich hab keine Knarre mit. Ich kann aber mit dem Säbel rasseln. Vielleicht. Ja. Was wohl passiert bei 180 Jahren? Also wir haben es bei der Wiesel. Was passiert da? Was? Was ist mit Salzheringe? Was? Habt ihr gerade nicht zugehört? Bei 180 km/h die Handbremse einfach mal anziehen. Was könnte da wohl passieren? Das quietscht auf jeden Fall. Wir sterben, glaube ich. Du danach auf jeden Fall. Egal, was dabei rauskommt. Wo stelle ich? Ja, wow. Guck mal, da drüben ist ein Parkplatz. Ja, ich stimme dahin. Wahrscheinlich kommt genau. Genau an der Rampe, Junge. Ja, genau. Genau hier wird der LKW ausgebaut. Oh. Ich war mal hier. Hier ist doch ein Parkplatz, Junge. Wo? Oh. Ist hier vorne rechts nicht einer oder hier links? Wenn ich park doch hier links auf dem Hof. Ja, mach ich doch auch. Lauf doch nicht bis da hinten. Top Tier. Ja. Marlon, danke für den Bit, dankeschön. Schließe ab deine Karre. Hä? Guckst du, ob noch alles geht oder was machst du da? Was? Ob du guckst, ob da noch alles geht oder was du machst? Ja, sicher. Komm, time is money. Ja, das ist ja klar, dass du wieder klettern musst. Alter, ich hab einen Krampf im Arm, das war nicht gut. Und. Knie. Machen wir zusammen oder was? Nee, ne? Hä? Oh, aua.
Wo müssen wir denn hin? Hühnerstall. 8000. Packung. Ach, das ist ja alles eins. Ey, Jochen! Das läuft ja, das ist ja alles eins da oben. Wo müssen wir lang? Da oben links und dann auf dem Highway. Ach, guck mal da unten am Tacho. Es gibt jetzt einen Kilometerstand. Deswegen hatte ich meine Fratzenkamm noch nicht angemacht. Es gibt seit heute den Kilometerstand. Natürlich interessant. Bezüglich der Gebrauchtwagen. Ja, kann ich euch wieder erschrecken? Irgendwelche NPCs explodieren. Ja, vorhin, jetzt gerade eben habe ich was gehört, ja, wo ich am Arbeitsamt stand. Sieht einfach so schön aus jetzt. Lalalala. Wir sind irgendwann hier so flücke, ne, wenn die Cops mal irgendwo hier um die Ecke kommen. Was will der denn nur, Junge? Oho, und ab Ufer Highway. Ja, werdet ihr euch ja einig, oder? Ah, oh, alles klar, ich habe eine E-Mail gekriegt. Scheiße, ich hab's vergessen auszumachen. Ja. Aber dann macht er mir das Auto kaputt. Wobei er dürfte da nicht mehr weiterfahren, weil seine Frontscheinwerfer kaputt sind. Was sagt ihr? Was sagt ihr zu dem Grafikmod? Sexy, ja. Welcher ist das? Ja. Genau der. das ist extra eine Grafikmod für 5M. Wie hieß denn der? Irgendwas mit NGZ, glaube. Muss mal Bubi ansprechen. Ja, genau. Ich glaube, ich habe schon wieder das Problem mit dem Lenken. Das wäre natürlich echt uncool jetzt. Das war knapp. Das war mal richtig knapp. Ansonsten, Marlon einfach mal Bubi ansprechen. Er hatte mir auch den empfohlen und den Link dazu geschickt. Zur Not kann ich ihn dir nachher auch noch schicken, wenn ich dran denke. Hast schon einen, okay. Alter, was hat er denn hier gemacht? Wo ist er? Ja. Das ist echt nice. Warum es knitscht so schnell, das ist eine gute Frage. Der zieht ja gerade durch wie so ein Wilder, aber das ist mir zu heiß. Ich will den LKW nicht kaputt fahren. Weil ihr kennt mich, das geht immer ratzefatz. leck. Happy Superman, danke für den Host, dankeschön. Andere Spieler manchmal lecken, also in Fahrzeugen.
Also einmal könnte es sein, dass du Frame Drops hast. Also wenn die FPS in den Keller fallen. Oder halt die anderen Verbindungsprobleme haben. Oder die halt die FPS Drops. Kann natürlich auch sein. Oder die Spiele, die zurückbacken. Also weiß ich nicht. Also ich habe überhaupt keine Probleme. Also ich hatte letztens Probleme mit dem Lenken. Das habe ich schon mal gehabt bei GTA, wo ich dann PC neu gestartet hatte, ging es dann. Der fängt einfach mit einem Schlag an, nach links oder nach rechts volles Rohr einzuschlagen. Und das ist halt mit LKWs oder so, mit höherer Geschwindigkeit halt sehr ungünstig. Daniel, huhu! Oh. Du bist ein Spezi, was? Gut, also Daniel redet noch anscheinend mit mir, nachdem ich heute so viel ins Forum reingeschrieben habe. Wir sind nur Spezies unterwegs. Ah, das verstehe ich nicht. Ja, dann, also wenn es wirklich bei dir bloß so ist, also wie gesagt, ich habe gar keine Probleme, dann könnte es da dran wirklich liegen, ne, dass du da irgendwo bei dir ein Problem hast. Ist der? Ist mir auf der Rückseite. Ist ja bloß Gleisanlage, das kann ja nicht sein. Was, wenn man in der Art wie du schreibt, freuen wir uns ja auch über solche Beiträge. Der ist ja auch nicht böse, ne? Ist ja wirklich nur Ideen, was einem so im Kopf rumgeht. Ach, da ist er. Warte, guck mal, wie der qualmt. Ja, alles klar. Schlüssel mitnehmen. Auto abschließen. Aber Bubi, ich hab's hingekriegt, guck. Ich hab's hingekriegt mit der Grafik. Ja, dafür ist doch das Forum da, ne? Dass man drüber spricht und es dadurch ja auch das AP irgendwo verbessern kann. Sag mal. Ne, ich sag einfach nichts dazu. Es ist eh. Hopfen und Malz, Hopfen und Malz. Nein, Milz, nicht ja, Malz. Ja, ja, zwischen Leber und Milz. So, wo müssen wir hin? Mal hier. Ich fange die. Das ist ja einfach, die sind ja schon gefangen. Aber es hat mich gebissen. Mich hat's gepickt. Achso. Der hätte von mir sein können. Ja. Ja gut, vielleicht nicht unbedingt die Frametops, aber vielleicht reicht das ja schon, dass dein System extrem ausgebremst ist und dann einfach die Synchronisation nicht hinhaut. Marlon. Immer schreddern. Das kann schon sein. Was hast du denn für eine Grafikmod? Wenn du nämlich eine andere Grafikmod hast, die eventuell ziemlich lastig ist, dann das gut alte Bückste, genau. Oh, und die armen Hühner. Echt? Oh. Oh, geil, Junge. Ja. Marinda. Du magst es, den Kopf schön abschlagen, ne? Oh, richtig, immer schön, schön Tisch. Und nochmal Tisch. Dich, da geht's mir vielleicht so wie dem Klatzkopf gerade beim Amt. Das war's, ne? Nee, müssen wir verpacken. Oder willst du dir die so in der Hosentasche packen? Doktor, du musst mal hin. Auf anderen oder? Marlon, du bist hier aber auf dem Besten. Sag nur Gammelfleisch, schön rein in den LKW ohne Kühlung. Ja, ne Sigi. Oh, das riecht aber auch. Uff.
Naja. Mir schlecht wir sollen sie auch nicht essen. Ich habe so eine doofe Befürchtung. Olaf. Was denn? Dass ich nicht mehr zurückkomme. Ja, so wie dein Auto aussieht da. Was hast du hier schon wieder gemacht? Fahr da einfach mal ordentlich. Alter, eine Kurve, da geht's bergauf und direkt danach bergunter und die ist so steil. Ja, da fährt man ja auch langsam. Die habe ich nicht. Ja, da weiß ich, dass da. Mama, dann sollen die da Schilder hinstellen. Schilder hinstellen, kommt. Das heißt vorausschauendes Fahren, du. Ich bin Präzisionsfahrer, ich brauche Präzision, nicht ja, Präzisionsnoob bist du ja. Ja auch. Junge, 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 Junge. Oh, ich bin fertig. Ich mit dir auch. Oh. Hä? Was hast du jetzt geklaut? Schatzilein. Kinder schlafen, oder was? So. Ach, guck mal, da geht hinten so richtig die Klappe auf 32. Oh gut. Ne, da passt noch ein bisschen was. So. Bock, 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 bock. Das ist ein Bock. Hä? Was ist? Sprech. Was? Was ist? Ich hab nur Kopfkino. Hä? Mann, du schon wieder? Alles gut. Junge, Junge, hast du da hinten an der Kante Zoll in den Kopf gestoßen, wa? Ein Prozent aus. Das geht nicht lange gut. Achso, ich hab schon genug. Ja, moin. Was macht ihr denn? Wir Hühnerschlachten. Okay, jetzt weiß ich, warum Olli so lachen musste. Bei ihm sah das so aus. Erkennt man das? Ich glaube, zu hell, ne? So. Banana-Chain-Grüße. Bücken, ja. Wie im richtigen Leben. Alter. Upsala. Entschuldigung. Der nächste sitzt, Junge. Er sitzt. Das. Mensch, du sechs. Ja, Daniel, hast du gesehen, ja? Ey, nicht so stürmig, ja? Ich bin immer stürmig. Oh, ich weiß. Habe ich gestern Abend gemerkt, ich habe eigentlich schon so tiefe. Ja, ist ja, lass mir das lieber. Das ist... Was? Dann kommt Schnösel wieder frei. Oh, bald. Da mal ja schön verlaufen. Nee. Ah ja. Nee. Die Hops genau gesehen. Nee. Nee. So zweimal noch. Nee. Cool. Nee. Da. Bock. Alter Olaf, du bist wie ein Feuermelder, weißt du das? Bock. Was? Wie du hast du die roten Haare? Ja, ja, aber trotzdem, du bist wie ein Feuermelder. Reinschlagen und abhauen. Hä? Der hat schon wieder Tagträume, Junge. Oder wie die Tour de France bist du auch.
Immer schön 14 Tage reintreten. Genau, haltet euch die Ohren zu. Das ist nicht gut. Das wird dann wirklich Gammelfleisch, Junge. Der Milli ist in der ja. Haus. Lass die Eier lieber drinnen. Was? Ist das so Huhnschwänger oder was? Naja, ich will auch mal ein Ei legen. Der kann schon von sich behaupten. Du lässt dich von den Huhn schwängern, ja. Ja, ich möchte auch mal ein Ei legen. Also ich meine, ich lege jeden Tag ein Ei. Braunes. Weiße habe ich noch nicht hingekriegt. Was, 35 Jahre? Was? So. Tschüss. Ja, boah, ich bin schon lange fertig. Ich hab noch gesucht. Hast du gesummt? Ja. 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 Warum? Warum bückt ihr euch ständig? Warum nicht? Nein, ich darf, muss jetzt schweigen. Ich habe schon wieder so viel auf der Zunge, aber nee. Das kann ich den Zuschauern nicht antun, Schatz. Das ist. Das wäre zu viel Input. Ja. Daniel, hier kannst du beruhigt sein. Hier stimmt alles mit der Anzeige. Moin, der sexy one, Juri. Einmal passt noch. Dann alles kaputt. Warte. Noch zweimal. Einmal? Naja. Einmal. Wieso einmal passt er noch rein? Ach so, ah, fuck, ja. Den Rest kannst du auf den Beifahrersitz packen. Stimmt. Ja, gut. Schatz, bei Brian bin ich mir da nicht so sicher. Das sieht so falsch aus. Das Gesundheitsamt ist informiert, ja. Ab geht er, der Peter! Kaito, Grüße! Ich hab schon wieder einmal zu viel gemacht, Junge. Wenn ich mal mitzählen würde. Oh, weia. Wieder einmal zu viel. Hallo. Hä? Was? Meine Glocken für dich läuten lassen? Alter, wenn du nicht willst, dass ich dir an deinen LKW breche. Du fährst so mit deinem eigenen. Deswegen breche ich auch trotzdem vorher bei dir noch rein. Dann musst du erstmal reinkommen. Das ist bei der kaputten Karre nicht so schwer. Ich will es auch nicht sagen. Du kannst mir mal deine Strumpfhose gehen, dann kann ich vielleicht das. Da. Du bist doch der Strapseträger, nicht ich. Ja, Strapse, aber du hast ja die. Nee. Oder? Nee. Wohl. Erster. Letzter. Ach, hoffentlich ist heute einer beim PD da. Bewerbungen sind geschrieben. Bewerbung und Lebenslauf. Hufschließe. Freie Backe. Oh, passt nicht. Das ist belastend. Daniel. Was? Hä?
Sag mal. Rein? Da geht doch was mit nicht mit rechten Dingen zu hier. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Da muss irgendwo ein Fehler in der Matrix. Da ist ja auf immer gar kein Platz mehr auf der Ladefläche. Also 115 habe ich drin. Ja, aber das ist totaler Käse. Was? Ich sag, das ist aber eigentlich totaler Käse. Ja, eigentlich schon. Das ist mir auch so aufgefallen. Oder wir sind einfach zu doof zum Rechnen. Oh. Oh, ja. Ah, ja. Hier sind wir schön alleine. Keiner hier hinter den Säcken. Hinter deinem Schleppboden. Was? Das ist nur der Schatten. Die Hühner sind so groß. Ja, guck mal, wie fett die sind. Ich möchte gleich, dass wir zu viel haben. Ja, definitiv. Ich glaube, ich lasse ein paar hier. Es wird erstmal alles geschlachtet, was da ist. Den Rest lassen wir hier hängen. Jawohl, wir machen eine schöne Schlachteplatte. Ja. Oh. Molotow-Cocktail, den können wir hier schon mal ein Lagerfeuer machen. Ein! Da. Was? Wo kommt es denn her? Guck mal rechts. Was die Tante hier vom Gesundheitsamt ist. Belastend. Halb fertig, Mann. Hier. Wir tragen Handschuhe. Kopfbedeckung brauchen wir nicht. Nee. Das sind nur jung und knackig, da fällt noch nichts aus. Zicke, ja läuft. Schatz, das ist kein Raffle. Da gibt's nichts zu gewinnen. So, wie müssen wir den jetzt verkaufen? Ach ja, das war doch hier. Weasel News. Ach. Beruhigt euch, es ist kein Raffle am Laufen. Ach doch. Digga hat eigentlich gestartet, da. Hab ich auch nicht gesehen, sorry. Ja, da kommen sie. Uff. Ja. Da fährt wohl einer Fisch, würde ich sagen. Das war knapp. Da war er aber fast tot, Junge. Da war er fast tot. Ihr habt noch 60 Sekunden Zeit, im Raffle beizutreten. Ich sehe gerade, da hat schon wieder einer einen Clip geschnitten. Wenn ihr lustige Clips schneidet, postet den Link hier ruhig in den Chat rein. Meine Mods, die können dann und dürfen das dann auch im Discord in die Clip-Ecke posten. Also immer raus damit. Immer raus damit. Alles klar, ich glaube, ihn hat es schon entschärft. Warte, mein Telefon klingelt gleich. Das wird eng.
einen Stuhl, ey. Marlon und Zicke, Glückwunsch! Wow, Zicke. Uff, Alter, die Karre 190, was ist da los? 200? Im Land der Wasserfälle? Oh, warte mal, ich muss mal kurz Streampause machen. Roulette ist kaputt? Eigentlich nicht. Nee, nee, muss schon Wert dahinter schreiben, das ist schon richtig. Weiß nicht, warum es bei dir gerade nicht geht. Bei Ziggy ging es ja gerade. Weiß nicht, was der Bot heute hat. Zicke, sag mal. Geht nur all in. Puh. Hey, Dewitzka, da, das war knapp. Marlon, ich weiß nicht, warum es bei dir nicht geht. Du machst eigentlich alles richtig. Bei Chain geht's auch. Ansonsten mach einfach mal Copy-Paste. Das ist merkwürdig. Ja, toll, jetzt gewinne ich ja. Ach, hast du? Okay. Das ist ja belastend. Das ist belastend. Aber es kann sein, es kann auch sein, dass der Bot einen Cooldown hat, weil du noch nicht so lange da bist. Dass es deswegen noch nicht geht. Das kann sein. Das weiß ich jetzt nicht genau. Da müsste ich nachgucken. Da müsste ich mal nachgucken. Das ist schon ewig, ewig und drei Tage her, wo ich das eingestellt habe, alles. Deswegen. Es geht schon wieder los. Scheiße. Zieht einfach von jetzt auf. Ach nee, rot, ey. Bille, 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 bille. Bille, 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 bille. Bille, bille, bille. Ja, bitte. Olaf! Ja. Kannst du mich. Was ist? Nein. Was denn? Jetzt, du hast dir auf die Fresse gelegt. So ähnlich. Kannst du noch fahren? Nein. Oh, ich stehe hier mitten auf dem Highway. Ich stehe mitten auf der Abfahrt. Auf was für eine Abfahrt? Na, auf der Highway-Abfahrt. Oh nein. Ja. Ich muss mal Mechaniker anrufen. Was hast du gemacht? Ich eine Laterne mitgenommen. Alter! Ja. Ja. Hatte, hatte. Mhm. Ist, ja. Scheiße, ey. Wow, Jane, was ist da los? Sag mal, sonst hast du mal alle verprügelt. Scheiße, ach Manu. Geht das schon wieder los? Mist.
Scheiße, wie hieß die? Mann, oh ey. Scheiße, Dreck. Zicke. Leute, warum ist denn hier nur kein Mechaniker? Ah, siehst du mal, und jetzt geht's so. Scheiße, was macht man jetzt? Das ist doch kacke, Junge. So, riesen Bullenfänger und dann so eine kleine Laterne, ne? Warum fahren die jetzt auf einmal? Hä? Auch interessant. Bille, 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 bille. Bille, 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 bille. Ja, bitte? Hast du Mechaniker erreicht? Nein. Schön, ich auch nicht. Ich habe schon eine SMS geschrieben, aber... Ja, das habe ich als erstes gemacht, weil beim letzten Mal brauchte ich in der Zentrale auch nicht anrufen, da ist keiner. Ja. Ey, es ist zum Kotzen, ey. Aber ich rufe mir doch jetzt kein Taxi. Weiß auch nicht, was ich jetzt mache hier, ey. Ich hab's ja vor allen Dingen nicht mehr so weit bis zum Dings. Ja, lauf doch hin. Wie weit musst du denn? Weiß ich nicht. Sehe ich gerade nicht. Dann lauf doch hin, hol dir einen neuen LKW, fragst du Chef. Ey, bis dahin, das ist ja auf der anderen Seite, ganz unten. Hey, du hast doch gerade gesagt, du hast es nicht mehr weit. Bis zum Verkauf, du Birne. Hä? Der Verkauf ist ja ganz woanders. Ach, fuck. Was ist ja das? Nicht mehr so weit. Hab da wieder ein Bot kaputt gespielt, ja? Ach, aber so ganz kein, gar kein Mechaniker ist auch uncool, ey. Mist. Scheiße, was machen wir jetzt? Was machen wir denn jetzt da? Da können wir ja nur die Polizei anrufen, nicht? Da können wir nur die Polizei anrufen. Aber wie ist die Straße? Bei Asse die. Ach nee. Oh, was habe ich da geschrieben? Doch, bei City Incline. Alter, ey, du kriegst kleine Schelle, du Bastard. Mist, ey.
Das könnte natürlich auch sein, Mordern, ja. Alter, das ist doch scheiße jetzt hier. Das ist echt Mist. Das ist echt riesengroßer Bullshit. Das ist echt traurig, dass um die Uhrzeit kein Mechaniker da ist. Also das ist echt traurig. Das ist echt richtig traurig. Können wir zwar hier den Sonnenuntergang beobachten, aber... Machen wir jetzt. Der Kofferraum ist knackevoll. Mist, Verfluchte. Mahlzeit. Einen wunderschönen guten Tag. Haben Sie zufällig einen Newsvan hier vorbeifahren sehen? Nee, ich habe gerade ein ganz anderes Problem. Was denn? Ja, das Von da. das da. Ja. Ja, deswegen frage ich Sie auch, weil der Sack hat mich angefahren. Oh. Ja, und schauen Sie mein Auto an. Ja, schickes Auto war es bis eben. Aber ich erreiche ja seit Ewigkeiten keinen Mechaniker, keine Polizei, kein nichts. Polizei, erreichen Sie nicht? Nö. Ja, was sag ich? Wem sagen Sie das? Ich habe die Polizei gerufen wegen einem vermeintlich zerstörten Fahrzeug, wo ich gedacht habe, ja, das wird geklaut sein. Ich bin ja ursprünglich auch bei der Polizei Okay. gewesen. Ja, ne? Auch keine Antwort. Super. Jetzt werde ich hier angefahren, ja. Der Typ, der gibt Vollstoff in einem geklauten Wagen, überfährt mich komplett, rammt mein Auto weg, ja. Ich habe die Schnauze voll, ich sage es Ihnen ganz ehrlich. Das läuft ja so, das läuft ja wie bei Ja, mir. das Wie? Leben geht komplett den Bach runter, ne? Erst vom Dienst suspendiert, weil mein eigener Polizeichef mich am Kicker hat. Oh. Jetzt werde ich umgefahren von, oh, mein Lambo hat Schäden. Ja, Mal langsam, ich habe eine Idee. Wie groß ist denn der Kofferraum? glaube, vernachlässigbar klein. Also, Also kriegen wir da nicht ein paar... Oh, nee, das wird 10 eng. Kilo. Ja. Dann hätte ich gesagt, wir packen schnell die Hühner hier um, aber... Ja, schwierig, ne? Warten Sie mal. Da ist ja zu. Ich habe abgeschlossen, ja. Ach so, ja. Jetzt hier. Also, Sie haben 115 dabei. Ja. Ja, ne? Scheiße. Ist mir aber Ich habe leider auch kein viel größeres Auto. Also, ich hätte nur noch ein Buffalo ist S, aber da belastend. passen auch noch 50 rein, ne? Das ist belastend. Scheiße, ey. Oh, ich könnt Ihnen mein Buffalo leihen. Ja, aber das. Nee, das ist ja Quatsch. Ja, doch, weil da kriegen sie wenigstens 50 davon rein. Ja, aber Das ich kann 50 nicht. Kilo geht rein in meinem Buffalo, da müssen sie halt zweimal fahren, ne? Ja. Wenn er dann noch da steht, wenn dann nicht die ja, Leute kommen und den Ja, ausleeren. eben, das ist ja das Problem. Aber ich meine, besser als nichts, ne? Ja, wenn. Wie weit ist denn das von hier aus bis zu den Mechanikern? Sind die hier irgendwo? Nee. Nee, die sind unten nochmal beim Autohaus da, aber Scheiße. ja, schwierig. Ich muss jetzt den Typen finden, aber ich hab auch keine Dienstwaffe mehr. Ich werde jetzt erst wieder eine holen, ne? Ist Und dann belastend. ich werde den Typ aufspüren, ich werde ihn. Also, Sie haben auch niemanden bei der Polizei erreicht? Nee, leider nicht. Also, ich hab eine Nachricht geschrieben und ich habe sogar geschrieben, wer ich bin, weil die kennen mich. Ich habe gerade erst mit dem Herrn Schwer gesprochen, Okay. aber ich bekomme nichts mit. Ich schreibe jetzt hier nochmal. Tag,
Bitte rufen Sie mich an. Weil das kann nicht sein. Ich bin hier machtlos. Das ist unmöglich. Also. Ja, man kann hier gar nichts machen. Ey. Ja, schwierig. Und Sie stehen mitten auf der Straße. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis Ihnen hier ein LKW reindonnert. Ne? Ja, ich würde ja gerne zur Seite fahren, aber es geht halt leider nicht. Geht nichts, ne. Aber es fühlt sich auch keiner gewogen, ja. Machen Sie mal den Motorhaube auf. Lassen Sie mich mal gucken. Ja, dann muss ich kurz einsteigen, ne? Ja. Oh. Ich schau mal, ob ich den wenigstens wieder zum Laufen kriege. Wahnsinn. Irgendwo hier unten war das. Startet der? Nee. Nee. Da passiert ja auch nichts. Ah, Telefon. Sehr gut, die Polizei geht wahrscheinlich. Nee. Du mal hier, guten Tag. Ja, Herr Schwer. So, sein Telefon klingelt. Was soll ich sagen? Ich wurde gerade angefahren. Und mein... Hast du keine Augen im Kopf, oder was? Junge, nur Bekloppte hier. Nur Bekloppte. Scheiße. Ja, ich bin aktuell jetzt bei jemandem, der dessen Fahrzeug liegen geblieben ist, dem helfe ich gerade. Was für ein Fahrzeugmenü? Hä, Bubi, was meinst du? Standard-Chicken. Der Klingelton ist einfach geil, ja. Den würde ich gerne auf meinem Handy haben. Okay, bis gleich. Okay, der Herr Schwer kommt von der Polizei. Okay. Wenigstens etwas, ne? Ist schon mal gut. Ich schau mir in der Zwischenzeit mal den Motor an. Ja. So, machen Sie sich nicht allzu dreckig dann bei der Rumpelkurierung. Ja. Schauen wir mal. So ein Radmenü? Ja, Bubi, das ist auf mal, F6. Da was retten können an dem. Aber das ist noch nicht aktiv. Der Kühler ist ja komplett eingedrückt. Ja, sind Sie dagegen gefahren? Das war ein ziemlich dicker Vogel, der mir da entgegenkam. Vogel? Ja. Schaut eher aus wie ein riesen Pfeiler. Wo soll der herkommen? Ich weiß doch auch nicht. Aber das ist ja so eingedrückt. Ja gut, okay. Vielleicht war es auch ein Schwan. Oder ein Drache oder so, ich weiß nicht. Ja gut, ne? Ich meine. Also ich versuche mal meinen Kumpel anzurufen, ob der irgendwas erreicht hat. Mal dagegen treten hilft vielleicht. Oh. Sag ich ihm, wie es ist, ne? Belastend. Warten Sie mal, vielleicht. Ich setze mich mal rein, ja? Treten Sie gleich mal bitte dagegen, ja? Klingelt da Ihr Telefon? Nee, weiß ich. Ja? Ja. Warte mal, ich kann gerade nicht. Was ist? Ja, ich kann gerade nicht. Warum? Ich rufe gleich zurück. Hey, warte! Was denn? Ich habe einen LKW. Ja, ich rufe gleich. Ach. Ja, Moment. Ja, Moment. Jaha. Funktioniert irgendwie nicht so gut. Ja, warten Sie. Gehen Sie noch mal rein. Ja. Ey, aua! Was ist denn? Hilfe! Hilfe! Herr Officer! Ah! Eskalation! Aua! Das war holprig, würde ich sagen. Aua! Ja. Uff! Das ist aber nicht mein Blut, oder? Komm, Sie gehen mal runter hier von der Straße. Nee, alles gut, ist bloß von den Hühnchen, weil ich noch eine Hosentasche hatte. Ja, ich wollte schon sagen. Ja, Herr Schwer, ich hatte Ihnen ursprünglich geschrieben bezüglich komplett zerstörtes, vermeintlich geklautes Fahrzeug bei Wiesel News. Haben Sie eine Nachricht erhalten gehabt? Ja, aber ich bin ja gerade längst gefahren, beziehungsweise war dort gerade an. Ich wollte Sie auch gerade anrufen und fragen, welches das wäre, weil da war nämlich keins mehr. Ja, genau, ich war jetzt dann. Ursprünglich habe ich da gewartet auf Sie. Ja. Auf einmal kommt einer aus dem Wieselnews Gebäude, der vorhin auch reingerannt ist, mit weißem Oberteil. Ja. Müssten wir mal bei denen fragen, wer das war. Ja, wahrscheinlich war das der Chef bei denen. Der sah nicht aus wie ein Chef, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ja, weißes Oberteil. Chef, auf jeden Fall. So richtige Standardkleidung, so ganz, ja. ganz also, ja, lässig. War das auch so ein Kajubi-Sie? So das Oberteil ein bisschen weißer. Aber ich glaube, dunkleres Unterteil. Auf jeden Fall war es wichtiger,
er hat alle Autos durchprobiert. Er hat bei allen Autos gezogen und geschaut, ob die offen sind. Der Weasel News Truck war offen. Ich stand hinter dem mit meinem Lambo, um ihn eigentlich zu blockieren. Ne? Auf einmal haut er mir gegen mein Auto. Ich steig aus und schreie stehen bleiben. Hören Sie auf. Was machen Sie da? Auf einmal dreht er zu mir in meine Richtung mit der Front und fährt mich um und fährt einfach weiter. Waren Sie denn schon beim Arzt, deswegen? Ich habe versucht, den zu erreichen, aber was meinen Sie denn? Ich bin so wütend, voller Adrenalin, ich kann nicht mehr. Ich habe jetzt den Herrn hier gesehen, habe gefragt, ob der den gesehen hat, weil ich reiß den im Arsch auf, ey. Verstehe ich, du. Ich habe aber keine Dienstwaffe mehr. Das ist grausam. Nicht? Nee, ich wurde ja alles eingezogen. Ich würde ja meine geben, aber du Gisela meckern, wo ist deine Waffe? Nee, ich hole mir selber eine, aber ich bin schon auf 180. Auf jeden Fall wollte ich dem Herrn eigentlich nur helfen, weil sein Auto kaputt ist. Kann man Ihnen weiterhelfen? Ich würde dem Kollegen da helfen. Dem da, oder wie? Oder ist mein Kollege. Wollen Sie mir helfen, den einen umzulieten? Das kann man danach tun. Herr Schumann, da helfe ich Ihnen da gerne bei. Jawohl, Polizei! Ja, da bin ich doch korrupt, wissen Sie doch. Aber was? Korrupt? Wie, was? Wie war Ihr Name nochmal? Einer? Ja. Ah ja, okay, und Sie? Ich bin Mills, Ryan Mills. Gut, dann weiß ich Bescheid, falls da was an irgendjemanden rankommt, den wir zu danken haben. Gut, ich auf jeden Fall, wir müssen Ihr Fahrzeug wieder zum Laufen kriegen. Jetzt müssen Sie gleich nochmal versuchen zu starten. Olaf, lass doch umladen und lass ihn doch abschleppen. Ab von wem denn? Achso, vielleicht? Okay. Ich trete dagegen. Ja, aber ich eile. Ich trete dagegen und Sie starten. Ja, Olaf, ich fahr mal weiter. Bereit? Ja. Elektro benötigen wird. Ist er nicht an? Soll ich eventuell mit einem Elektroschocker mal dagegen? Das wäre cool. Ich könnte es ausprobieren. Ja, probieren Sie es, ja. Oi. Vorsichtig! Der Schumann? Ja? Ja, ich bin da. Achtung. Weiß ich nicht, ob das so gut war. Nee, aber jetzt. Trauen wir wenigstens schon mal alle. Das kann ja nicht wahr sein. Hallo. Ich bleib hier einfach mal sitzen. Ja. Wie bitte? Ich schieß jetzt gegen einmal gegen Motor. Oh Gott. Oh Gott. Okay, starten Sie nochmal. Nicht? Geben Sie auch Gas? Ja, selbstverständlich. Ja, sonst laden Sie um. Ich kann versuchen, das abzuschleppen. Ich hab dann auch meine Tipp und Tricks. Okay. Ja gut, im Zweifel laden Sie um. Soll ich meinen Kollegen nochmal anrufen? Die Birne ist weggefahren. Ich muss jetzt weiter, ich muss den Typ aufnehmen. Ja, trotzdem vielen Dank erstmal. Bitte. Herr Schumann, da haben wir jetzt meine Nummer. Wenn was ist, rufen Sie direkt an. Ich bin mit Code 3 direkt bei Ihnen. Ja, danke Ihnen. Aber Sie wissen ja, weniger Zeugen, umso besser. Zentrum der Arbeit. Gesehen, ja, komm mal her, umladen. Du kannst nicht. Mich mal, jetzt mache ich da erst meinen. Ich stand da eben. Ja, ich stand da eben, wollte jetzt, dann mach ich ans Fahrrad. Mein. Ich bin dabei, nerv nicht. Junge. Dauert noch einen Moment. Oh, Hilfe! Golem Live, danke für dein Follow, dankeschön, vielen lieben Dank. Hier ist gerade Eskalation. Es hat einfach kein Mechaniker ran, das ist echt. Also um die Uhrzeit, das ist echt bitter. Ja, ja, ich hab Spaß. Achtung, Auto. Oh, Hilfe. Was macht er da? Die Lichtnecke von One Piece? Keine Ahnung, Kaito, keine Ahnung. Weiß nicht, wie lange er das jetzt hier machen möchte, weil da kommen immer wieder Autos. Und weiter Steuern bezahlen. Immer wieder. Und der andere heimst gerade die Kohle ein, Junge.
Ekelhaft. This is she. Was willst du? Well, I do have a television. Schön für deinen Fernseher. I'm taking you out. I win again. Was macht der da? Alles klar. Hab ich die Frau bei ihm getroffen? Was macht der? Hilfe? Ja, Kaito. Priami, Grüße! Ich hab gerade Angst mit dem Kopf. Weiß nicht, was er hier tut. Der macht hier voll den Metzger. Das geht nicht gut. Herr. Meier. Ist denn jetzt alles umgeladen? Kann ich den jetzt abschließen? Nee, ich warte auf meinen Kollegen. Ja, Mist. Der macht gerade seinen LKW leer und dann kommt er her. Okay. Der beeilt sich, der ist auf direktem Weg quasi. Ja, ich hoffe es. Ja, ich auch. Ja, dann fange ich schon mal mit den anderen an. Oder haben Sie noch Platz im Kofferraum? Hey! Beruhige dich, du blöde Kuh! Au! Ich will nicht sagen, aber die sollte wissen, dass da ein Ja, armer Streifenwagen. Ein B6. Ich fahre mal weiter zur Seite. Aber mal eine andere Frage, Herr Schwer. Ja. Ist jemand von Ihrer Leitung da? Nee, leider nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Außer, dass ich jetzt aktuell die Leitung übernehme, nicht? Nee. Ich würde nämlich gerne meine Bewerbung abgeben. Ich habe das schon alles fertig. Sie mir geben, wenn Sie wollen. Okay. Wenn Sie die dabei haben, jetzt? Jetzt habe ich sie gerade nicht dabei, aber ich würde sie dann... Einfach zum Billy später. Ja. Gut. Was ist das? Die NPCs sind richtig aggressiv. Ja, die sind halt doof, ne? Ist halt GTA. Aber ich find's trotzdem mega nice. In so einer Situation ist natürlich immer ein bisschen doof, ne? Weil die zerrammelt ja wirklich alles. Okay. Aber ist halt auch lustig. Oh, da kommt. Fahr am besten auf dem Fußweg. Brian! Alter, was ist hier los? Frag nicht, fahr einfach hier hoch auf dem Fußweg. Ich kann nicht, der ist voll. Ich muss erst wegdrehen. Ach so! Ich hab jetzt meins da drin. Ja, dann hopp! Ja, geh weg da, sonst fahr ich nicht über. Warum er den LKW hatte. Wo ist denn jetzt der Bulle? Hä? Hat's den jetzt erlegt? Ne, oder? Ach ne, da läuft er. Ekelhaft.
Lalalala. Gesundheit? Wieso nur heute? Schatz, ich schlaf gut, gut. Was hast du wieder gemacht? Ja, man kann da nichts auch nicht sagen. Der Brian könnte sich ja mal ein bisschen beeilen. Alter! Ja, wow! Ich sehe schon, kommt der Bulle, geht noch drauf. Ach, guck mal, da ist er. Mit seinem Lambo wieder. Von dem LKW ist nicht mehr viel übrig. Der ist mutig. Der ist echt mutig. Ich würde runtergehen von der Straße, hier liegen schon 3 Tote, 4 Tote. Ach da, guck mal. Und drauf. Naja, hat's geschafft. Was meine Kippe? Uiuiui. Oh nein. Uff. Ich sehe schon kommen, einer der Bots zieht irgendwann nach rechts über den Fußweg. Und nübelt mich voll weg. Ja, die kam doch hier schon mal lang. Alter, ey. Überleg mal, du stehst mit deinem eigenen Wagen so da und die Kacheln alle da hinten rein, ey. Ei, ei, ei. Ja. Alter, wenn die hin reingeschabbert wäre. Heide Witzke. Was soll das denn heißen, Riami? Alter, mach doch die Klotzen auf, Mann. Ja, Lächel ist verstanden, Lächel. Ich war zu lange. Mama, so dauert's noch länger! Wie lange brauchst du noch? Ja, bis er fertig ist! Ja, das ist wie lange noch? 20 Stück noch! Ja, na, gut, mich. Okay. Mann! Ja, ja, ja. Der Hupe geht! Oh Gott. Ist aber belastend, dass man hier keinen Mechaniker erreicht. Nee, ist ja wirklich so. Ei, 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 der Herr Schumann wird benötigt. Oh, oh. Hä? Das, ja. Reels News möchte mit ihm reden. Ei, 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 das kostet Geld. Tatsächlich, Bam. Ach nee, oh, ich habe zum Glück noch ein Sandwich. Oh, gönnen Sie sich, gönnen Sie sich.
Wie lange braucht Ihr Kollege denn noch ungefähr? Ja, ist fast leer und kommt dann direkt her. Der ist nicht weit weg, der ist unten in der. Wie viel Ladung hat, ist denn da drin hier? Hier drinne? Yeah. Ja, 115 Hühner. 150? 115. Ich weiß nicht, ob bei mir so viel reinpasst. Ich glaube nicht. Man hat auch nie einmal Ruhe, ne? Jo, reif schwer hier. Ja, perfekt, das wollte ich, genau das wollte ich. Ja, perfekt, mein Kollege ist auch schon dort. Also nicht dort, aber ist im Dienst gerade. Mit den Leichen daher. Ja, man kann es halt nicht ausspielen, Riami, das ist halt das Problem, ne? Ja. Wie? Das ist halt KI. Ja. Okay, sonst. Ja, sind alles Botzticke. Die Polizei, dann werde ich da die 1020 direkt hinschicken. Jo, bis dann, ne? Die 1020 von der Leitstelle kommen. Einmal den Dispatch mit Code 3. Da ist er. Unterstützung, da ihn vorher jemand angefahren hat, komm. So, fang an! Was? Hä? Ola, fang an! Ja, ich bin doch dabei! Achso. Kann ich dir helfen? Ja? Will ich das? Nein. Doch. Ich kann dir nicht helfen. Doch. Ach doch. Ja, scheiße. Ich hatte so eine Hoffnung. Ach so, Keule, ich krieg uns 500 Dollar von dir. Am Arsch! Was war das am Arsch? Ja, ja. Was ist da los? So, 19 Stück sind meine, die verkaufen. Nein. Ich doch. Am Arsch. Kommen Sie. Jetzt habe ich zum Beispiel, versuchen Sie mal eine Nachverhandlung zu machen, komm. Ja. Gut, Herr Schwerbier, also wir haben umgeladen. Perfekt. Dann mache ich kurz vor die Sachen gleich weg, sobald der letzte Zivilist weg ist. Und dann werde ich das Fahrzeug kurz einmal abschleppen, ja? Gut, okay, wir machen uns hier vom Akku. Ist die Tür offen? Sollte offen sein, ja. Ich guck mal, wenn es wird. Aber die nächste Dispatch anfangen, komm. Hallöle. Ja. Uff. Die Straße sieht ja interessant aus. Oh. Jochen. Junge, wer hat diese hohle Blitzbirne bei der Polizei eingestellt? Wie soll ich hier wenden? Wie? Schieb da einfach rückwärts hoch. Ja, da kommt die ganze Zeit Verkehr. Ja, macht ja nichts. Jetzt rum. Ich mag lieber Wodka, bin ich so der Rum-Fan. Hä? So, ich krieg. Lass 500 Dollar hier rüberwachsen. Warum? Weil ich 1000 Dollar nochmal für die Scheiße bezahlt. Ja, dafür kann ich doch nichts. Du hast dich doch zuerst kaputt gefahren. Du hast ja schon eine halbe Stunde da gestanden. Jo, wir hatten das Auto besorgt. Junge, 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 Junge. Ja, warte mal, wenn der uns folgt, wäre es vielleicht nicht ganz so clever. Der folgt uns nicht, der hat noch anderes zu tun. Ja, hab ich gesehen. Also wir sollen Bewerbung nachher einfach vorbeibringen. Ist er dafür verantwortlich? Nö, aber er ist halt da. Oberhausen, Grüße und danke für den Host. Da an, wo sehen soll. Ach doch, ich denke schon. Alter, was ist das denn hier rechts? Guck mal. Lol. Lol. Alter, warum? Warum tut man das? Das jetzt mal? Ja, wenn grün ist. Fahr ich oder fährst du? Ja, das ist ja das Problem.
Ja, eben. Warte, nochmal aus dem Spiegel gucken. Mach am besten noch Schulter. Ja, jetzt, wo alle losfahren, fährst du los. Du bist so eine Blitzbirne, Junge. Die ganze Zeit stehen alle, verstehst du? Junge, Junge, Junge. Er fährt auch. Wir haben uns schön den Preis nach unten gedrückt, finde ich. Ja, dachte ich mir. Ja, sicher. Alter, das war eine behinderte Kacke, Junge. Schön vorsichtig. Ja, da wären wir mit Sprit. Ach, Mama, lieber Gott. Ich könnte Dollarzeichen mir auf die Augen tätowieren. Den wir bei Benzin gehabt hätten. Am Arsch. Nein, ich will die Hühner. Wie viel gab's denn für die Hühner? 80 und jetzt nur noch eben 78. 1000. Milliarden. Ja, nee. Ich wollte von dir wissen, insgesamt, du. Keine Ahnung, was habe ich? Knapp über 10.000. Naja. Naja, eine Rate. Ja, für 2 Stunden, weil wir 2 Stunden da rumgestanden haben, das Ganze nicht mit einberechnen. Junge. Machst du erst über mich lustig? Ja, natürlich. Du bist der Erste, der die Karre zerrappelt. Du warst zuerst Schrott. Na, du musst mir aber außerdem. Außerdem habe ich es richtig gemacht, es war bloß ein Treffer. Bei mir auch. Nee, du hast vorher schon gequalmt. Bei du mir qualmst auch öfter. Bei mir kam gar nicht erst die gelbe, da kam direkt die rote. Echt jetzt? Ja, natürlich. Wahnsinn. Wahnsinn! Ich bin nicht hier vorne, André. Grüße. Klar fährt er so. Vielleicht PD oder was? Ja, erstmal umziehen, ne? Ja, ob ich vielleicht mein Auto holen muss, du Experte. Ja, da wir fahren mit einem LKW hin. Was? Ich dachte, wir fahren mit einem LKW hin. Den haben wir hier nur einmal gemietet. Nee. Nee. Olaf, siehst doch ein, weder du noch ich können so ein Ding fahren. Frag mich, wofür ich den LKW-Führerschein gemacht habe, wenn man nicht mal das Ding fahren muss. Erstmal haben. Ja, erstmal haben. Erstmal haben. Waren sich aber auch unbändiger als ein Sattelzug. Ich war gestern am Überlegen, noch einen Motorradführerschein zu machen. Ja gut, du kannst nicht mal frei nicht laufen, da willst du Motorrad fahren. Dann musste ich nochmal ganz weit in mich gehen und hab mir gedacht, okay, lassen wir das. Ja. Da gab's. Also in meinem inneren Ich. Also in meinem Traum. Das klingt so falsch. Ja, ja. In meinem Traum habe ich so geträumt. Ich fahre Motorrad. Du hast in deinem Traum geträumt? In einer dunklen Nacht. Es war nass. Ja, geh mal bitte einen Schritt weiter zurück, dass du im Schatten stehst. Ich kam mit meinem Motorrad ins Schleudern und liege auf der Straße. Was ist auf dem Motorrad irgendwie geschleudert? Hä? Warte mal, wo war die nächste Brücke? Wo kann ich hier runterspringen? Wiesel New! LOL! Zu Hause, guck mal, hier ist ja, natürlich, hier ist alles. Ich verstehe deine Träume immer nicht. Ja, also, die Lage ist wirklich top. Wenn du 38 mal unterbrichst, dann macht es auch keinen Sinn. Die 38. Fall. Wollen sie auch nicht so weit zählen? Du auch nicht. Nö. Aber ich weiß, dass du es nicht kannst, deswegen kannst du da nie angekommen sein. Olaf. Was ist? Geh mal auf den Highway mit Kreide malen. Ach, da habe ich das jetzt stundenlang gemacht. Kam kein. Siehst du, was bei rausgekommen ist? Achso, ich tue hier nochmal was rein. Nee, tue ich nicht. Wieso? Natürlich. Ich erst die 500 Dollar hierher. Warum? Ich habe mehr als 500 Dollar, ne? Denk dran, ich habe fast 20 Hühner. Ja, ja. Warte mal, der Verdienst, auch das wäre ja mehr, das wäre fast das Dreifache. Kannst du ja aussuchen, entweder verzichtest du auf 1500 Dollar. Oder wie auf 1500 Dollar? Die 20 Hühner sind doch gerne 1500 Dollar. Der wird dann Mathe in der Pfeiler gesessen. Hey, bist du behindert? Junge, Junge, Junge. 10 Hühner sind ungefähr eben bei der Kurs bei 78. Da sind wir doch schon noch nicht mehr. 780 Dollar. Da sind wir aber nicht mehr. Ja und? Wo bist du denn jetzt? Ach, keine Ahnung, weit, weit, weit unten. Das kann ja nicht sein. Oh. Hey, bei mir war's so. Nee, warte mal. Ja, 71 wahrscheinlich dann. Ja. Ja, uns sind doch bei 19 Hühnern auch immer noch 1300 irgendwas. Ja, dann gib her jetzt. Ja, gib mir 500. Ja, warte. Komm jetzt nicht mit 5 Dollar an, klatscht dir hier auf Grund und Stelle, klatscht dir um. Warte doch, warte mal. Mit 1 Dollar erst recht nicht.
5000 kannst du gerne gewinnen. Okay. Die Anzahl hat nicht gestimmt. So. Hast du reingepackt? Dein Ernst? Was machst du? Willst du mich verarschen? Was denn? Mann, wo sind meine 500 Dollar? Ich hab dir drei Hühner. Soll ich noch ein paar Holzbretter drauflegen? Drei Hühner? Da krieg ich jetzt vielleicht noch 150 Dollar für. Ja, die Radatten. Warte mal, was 150? Also kriegst du jetzt, noch 350 Dollar? 550 sind es jetzt her. Am Arsch. 600, du kannst mich mal kreuzweise. 700. Deine Mutter, Junge. Ja, pack die Hühner jetzt drin. Olaf. Der war für den Witz mit meiner Mutter. Mensch, du Scheiße, du Bastard. Oh nein. Das ist eine dumme Sau. Das ist eine dumme Sau, Junge. Junge, geh bloß nicht zur Polizei, Alter. Dich haucht man ja an und du liegst schon. Pfeife. Hm, war ich müde. Ist ja nichts mit Anzeige, es gibt direkt auf die Fresse. Und er erreicht niemanden. Olaf, falls du mich hörst. Beim Rettungsdienst geht keiner ran. Ich ahne Fürchterliches. Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt gehe, drücke Notruf senden? Werde ich dann direkt abgeholt oder? Oh. Achso, nee, okay. Die zeigt jeden an, ja. Ach, Mann, oh. Das ist eine dumme Sau, ehrlich. Krankenhaus RP incoming. Ich wollte Kohle scheffeln. Zu nichts gekommen, zu nichts. Weil der nix kann. Anstatt er mal die Cops ruft. Ach Mann. Abgeliebt. was passiert nach dem Countdown? Ja, Not-OP, ne? Aber dann ist halt auch das ganze Inventar weg.
Ach nee, ey. Das ist ein Dummbrot. Aru, Grüße! Montage in Berlin und hab schlechtes Inet. Oh, das ist aber schade. Nein, ich warte. Achso. Nichtskönner! Originale Nichtskönner! Puh, fast 7.500. Ja, Daniel, ich wurde Werte niedergeschlagen. Damen und Herren, liebe Gäste, wir haben uns hier heute getroffen, Abschied zu nehmen Dumme von Sau. Olaf Meyer. Aber es kann doch nicht sein, dass um so eine Uhrzeit Hallo. kein Medik und kein Ja, ein Mechaniker und paar nichts erreichbar ist. private Worte Das kann doch müssen. nicht sein. Es gibt, warum gibt es die Fraktion? Olaf Meyer war Ach, der Mann. beste Freund, den ich Ninja, jemals vielen lieben hatte. Dank für dein Follow. Willkommen, Dankeschön. Zwischen Vielen lieben Dank. dick und dünn gegangen. Verdient, Verchain, sag mal, hallo? Jetzt hier Der so hat im einen Bett zu gefangen. liegen, zu Der hat mir eine sehen, geknallt. Ich habe bloß zurückgeschlagen. liegen, zu sehen, liegen, dass er jetzt hier liegt. Das ist einfach nur schade. Olaf, ich werde ihn nie vergessen. Ist wohl kein Empfang. Leute. Hat er da jetzt gerade ein Foto gemacht? Das ist eine dumme Sau. Das ist eine dumme Sau. Das ist echt bitter, dass so eine Fraktion um so eine Stoßzeit nicht besetzt sind. Das ist echt richtig doof. Ich kann ja noch nicht mal die Kamera Olaf, drehen. ich weiß nicht, was ich tun soll. Zeig doch Unaufgesetzt mal Mechaniker auf. nicht. Sind aber bereits kontaktiert und können. Kann dir ein Taxi rufen? Möchtest du lieber nach Hause? Ich rufe dir gerne ein Taxi. Bein muss ja festhalten, wie er den Sexy One umgehauen hat, ja. Lennox, Narben, Grüße! Ist echt schade. Ja, gut, es wird ja, es füllt sich ja, ne? Das Projekt füllt sich ja stetig und ständig, was ich hier so beobachte, was hier so im Whitelisting-Bereich abgeht. Es tut sich ja was. Es tut sich ja was. Ich habe auch schon gesehen, dass selbst ihr mit dem Team da schon an die Grenzen gekommen seid. Also es ist schon ordentlich Bewegung, es ist schon ordentlich Bewegung. Toll, ich bezahle immer noch Steuern, ey. Meine Fresse, bin ich wieder pleite. War das alles für umsonst jetzt hier? Alles für umsonst und alles nur wegen dem dummen Schwein, Junge. Ich Junge, verklage dass den hier auch auf nirgendwo alles. einer rangeht in diesem Puff hier. Junge, Junge, Junge. Olaf, steh auf, jetzt hör auf, Mann. Jetzt halt, dass wir zum PD kommen. Am Ja. besten sollten wir einer zum Oh PD, ja. einer zum Medic. Können wir uns mal gegenseitig verarzen und die Anzeige Du kannst eine aufheben. Beerdigung Junge, aufmachen. Junge, 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 Junge.
Ein Nichtskönner! Originale Nichtskönner! Muss man eben noch was im Forum beantworten, wenn wir hier gerade rumliegen. Junge, Junge, da kannst du klingeln lassen, Junge. Unfassbar, ey. Hey, sag mal, was ist denn noch mit euch los? Meine Mods drehen langsam am Rad. Ich glaube, da muss mal wieder eine Schelle her. Junge, 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 Junge. Momentan nicht. Tja. Ich finde es nur schade. Ich meine, ich kann beide Seiten verstehen. Ich sage jetzt mal kurz was zu der Situation jetzt hier. Ich kann es nachvollziehen, dass die Leute Geld verdienen wollen. Kann ich nachvollziehen. Aber wenn ich einer Fraktion beitrete, wie Medic, wie Mechaniker, wie Polizei, was so eine Hauptfraktion sind, die einfach das RP in diese Stadt bringen oder in das ganze Szenario einfach reinbringen, wenn ich so einer Fraktion beitrete, kann ich nicht zu so einer Uhrzeiten, zu so einer Stoßzeiten, wo auch viele Spieler da sind, anfangen selber dann zu farmen oder irgendwas anderes zu machen. Wenn dann schon so wenig Leute in der Fraktion sind, dann muss ich doch mir einen Arsch aufreißen, dass ich meine Fraktion, wofür ich arbeite, wofür ich stehe, präsentiere. Also das ist meine Meinung, ich will da ja niemandem zu nahe treten, ne? Oder jemanden verurteilen dafür, aber das ist meine Ansicht. Also, ne? Wenn ich sehe, meine Fraktion, in der ich bin, wie Medic, wir sind da bloß, was weiß ich, 2, 3 Mann und die sind alle nicht da, dann sehe ich doch zu, dass ich dann wenigstens der eine bin, der sich dann den Arsch aufreißt und für die Leute da ist. Dann brauche ich nicht der Fraktion beitreten. Ist doch, also will ich nicht. Ich brauche doch der Fraktion nicht beitreten und dann vormittags Dienst schieben, wo keiner da ist. Das RP in der Fraktion betreibe ich doch gerade zu den Stoßzeiten. Ja. Das, was ich vorhin im Forum geschrieben habe, Daniel, war. Der etwas längere Text. Ja, das ist doch blöd, Riami. Also ich finde das blöd. Man geht in so eine Fraktion rein, muss da eine gewisse Ausbildung machen und. Man hat da so viel RP-technisch zu tun und... Nee. Man hätte jetzt hier so ein schönes Krankenhaus-RP draus machen können aus der ganzen Sache. Das ist echt schade. Deswegen, Leute, wenn ihr Bock habt auf ordentliches Fraktions-RP, kommt ran da. Ja, mein Tag war ganz schick bis jetzt, Riami. Heute hatte ich nicht so viel bei der DHL. Morgen könnte es nochmal interessant werden, der Tag vorm Feiertag. Da wollen sie mal alles loswerden. Und am Freitag stehen wir dann da und da ist ja auch nichts.
Weil einfach kein LKW kommt, weil halt einen Tag zuvor nichts gefahren ist. Geh, Fraktion Taubstummi. Eine Behindertenwerkstatt. Deswegen haben wir den Sunny so eben mit. Mit einem Notfall musst du zu jedem Zeitpunkt rechnen. Ne? Ihr kennt es ja von mir, wo es jetzt Sommer war, wo es so schlimm war bei uns mit den Einsätzen. Ne? Ich dachte, da kommt jemand gelaufen, da ging bloß die Musik los. Warte, hör doch auf, ey. Vor allem, wenn Olaf im Start ist, ja dann sowieso. Also. Wow, ich werd bekloppt. Hallo? Uffi, ist aber Licht ans Fahrrad. Guten Abend. Ja, hier liegt ein Mann. Der ist irgendwie umgefallen. Der ist irgendwie umgefallen, du dummes Stück Scheiße. Am Hühnerankäufer. Alter, Weasel News. Ja, das ist direkt neben Weasel News. Eine Person nur, ja. Oh. Nee, wir standen zusammen hier am Verkaufen, der ist einfach umgefallen. Alles klar, danke. Puh, ja. Stück Scheiße, du. Olaf, falls du mich hören kannst, du bist einfach nur umgefallen. Ich meine, es war ja wirklich so, ich habe ja nichts gemacht. Na, also wenn der Officer gleich kommt, du hast zu wenig getrunken. Du sagst einfach, du hast zu wenig getrunken. Das ist eine dumme Sau. Bei dem Unfall da, wo dein LKW kaputt ist, das war einfach zu viel für dich. Ja, du bist ein Weichei. Kommst mit Stresssituationen nicht klar. So verkaufen wir das. Ne? Wenn ich dich an nichts erinnern kannst, ist es noch besser. Ich rede dann schon, ne? Ich mach das. Oh, ich höre ihn schon. Ich höre ihn. Der braucht echt Schläge heute. Ja, toll. Toll. Was will er denn jetzt? So ein wunderschönen. Zivil vor allen Dingen. Oh je, meine. Ich liege links. Der Herr, hallo? Ich liege links von euch. Hallo. Das ist aber interessant. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er zu wenig getrunken oder zu wenig gegessen. Hallo. Eine Lügensau, ey. Die waren hier am Verkaufen, auf einmal fällt der um. Seitdem sagt er nichts mehr. Ja. Yeah. Okay, ich versuche mal die Mediziner zu erreichen. Moment. Ja, das habe ich auch schon vor einer halben Stunde gemacht. Die NZLS für 1020 kommen. Keine Antwort. Okay, dann machen wir es halt so. Ich hoffe, sie rufen jetzt keinen Bestatter an. Nein, um Gottes Willen. Dann bin ich ja beruhigt. 3 Minuten. Wenn, dann haben wir noch die Möglichkeit, dass die Notfallmediziner die sozusagen abholen. Also es sind aber wirklich nur die Bereitschaft, Leute. Achso, okay, ich verstehe. Geht leider auch keiner hin. Ja, was sind das jetzt für einer da? Dann ist noch in mein Auto rein, ist klar. Ja, dann ist Not-OP. Dann holt mich oder wird Olaf von den Notfallsanitätern abgeholt. Keinen, schade. Also quasi respawn am Krankenhaus. Ja. Und das, was jetzt hier alles passiert, kriegen wir nicht mit. Ne? Wir sind ja bewusstlos. Aha. Warten Sie mal einen kurzen Moment. Kann man Ihnen helfen? Das Inventar ist dann alles weg. Ich hoffe bloß das Geld nicht. Komisch, ja. Dass ich so Auto gefahren ist, naja. ja, gut, okay. Hat der vielleicht irgendwas Spezielles zu sich genommen? Keine Ahnung. Also wir waren seit 2 Stunden ungefähr waren wir zusammen. Also wir haben hier spannend. Oben in Palito Bay.
Vielleicht, keine Ahnung, ist denn das auf den Magen geschlagen? Ich weiß es nicht. Auf den Magen geschlagen, ich, da auf deinen Magen schlägt auch gleich was, du dumme Sau. Reiß dir den Kopf ab und scheiß dir an den Hals, Junge. Ja. Ich hab das ja noch eingesammelt. Lügensau. Dann wollten wir es hier verkaufen, oder so umgekehrt. Wenn ich die und Kohle verliere, prügel ich die aus dem Milz raus. Kann man. Was denn jetzt? Soll ich da jetzt rangehen oder was? Oh, mein Geld ist noch. Nee, 3000 hat's abgezogen. Kein Telefon, alles weg. 3000 hat's abgezogen. Hä, was ist denn jetzt los? Jetzt. Hä? Wieso kommt das Menü immer wieder? Kann ich da rangehen? Komm ich hier irgendwie rein? Da komme ich nicht rein. Das wäre mal lustig gewesen. Hier durchgehend. Toll. Toll. Hier ist nicht mal ein Shop in der Nähe. Warum kommt denn jetzt das Menü immer wieder? Daniel, ich hab einen Bug. Das G-Menü kommt immer wieder. Ah, da schon wieder. Ich hab kein G gedrückt. Ich habe kein G gedrückt. Jetzt läuft er von allein. Hilfe. Hilfe! Hatte ich noch nie. Muss ich auch mal eines Tages sterben. Und was ist jetzt mit freier Meinungsäußerung? Schwarte, danke für das Abgeschenk an Keks. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ey, ist ja wirklich kein Shop in der Nähe, ne? Das da hinten. Oh. Bitch, gib mir dein Telefon. Gib mir das Telefon. Ekelhaft, gib mir dein Telefon. Nein, wunderschön. Abend. Eine Frage. Sind ja. Sie der Herr Olaf Meyer? Ja, das ist richtig. Haben Sie die Mediziner etwa schon wieder entlassen? Ja. Mhm. Geht es Ihnen denn soweit gut? Ja. Mein Gesicht tut noch etwas weh. Ihr Gesicht tut weh, okay. Wollen Sie sich vielleicht hinsetzen? Nö, ach, geht schon. Ich habe gerade was zu trinken gekriegt. Ich habe wahrscheinlich einfach nur zu wenig getrunken. Okay, an was können Sie sich denn als letztes erinnern? Ich hatte vorhin eine Panne mit meinem LKW auf der Autobahnabfahrt. Dann kam ein Kollege von Ihnen und hatte uns da geholfen. Dann haben wir die ganze Ware umladen müssen, weil der LKW nicht mehr fahren wollte. Mhm. Und dann kam ich nur noch in den Sinn, dass wir bei dem Hühnerverkäufer oder Ankäufer da angekommen sind. Dann habe ich, glaube ich, noch ein paar Hühner verkauft und dann ist mir einfach schwarz vor Augen geworden. Okay.
Sonst konnten sie jetzt auch nichts ändern. Die Mediziner und die Bereitschaft, Leute, haben auch nichts gesagt. Nö, die haben nichts festgestellt. Die meinen Blutdruck und so ist alles schick. Ist wahrscheinlich wirklich bloß zu wenig getrunken durch die ganze Schlepperei. Okay, vielleicht sollen sie einfach ein bisschen auf sich auch aufpassen. Ja, ein bisschen mehr Sport treiben, haben sie gemeint. Das haben sie jetzt nie gesagt, nicht ich. Ich bin auch nicht der Sportlichste, ehrlich gesagt. okay. So weit geht's ihnen aber gut. Ja. Gut, ich habe mit ihrem Kollegen vielleicht vereinbart, dass der gleich herkommt. Okay. Der holt nur eben sein Privatfahrzeug ab. Ja, perfekt. Ich warte hier natürlich gerne noch mit Sie auf Ihnen, der kann eigentlich noch ein paar andere Sachen klären. Okay. Ja, also müssen Sie jetzt nicht unbedingt soweit alles schickt, zur Not kann ich mich auch da hinsetzen, da auf die Bank. Oh nee, ich habe Zeit. Okay. Kann ja sein, dass irgendwie da irgendwas ist. Okay, wunderbar. Und es gab aber auch keine Gewalteinwirkung oder ähnliches. Nö. Meinen Sie, können Sie sich noch kurz ausweisen, damit ich auch nicht sicher sein kann? Wie bitte? Können Sie sich vielleicht noch kurz ausweisen? Ja, ne, selbstverständlich, selbstverständlich. Mit dem Herrn Meier auch wirklich speichern. Bitte schön. Okay, wunderbar, passt. Den haben Sie gleich wieder zurück. Mhm. So, ein Halloween-Geburtstag. Ja, sehen Sie doch. Dann sind Sie was Besonderes. Ja. Wunderbar. Gut, dann hätte ich es soweit erstmal. Ich werde es natürlich so als Einsatzbericht mal aufnehmen. Es ist ja niemand zu Schaden gekommen. Oder irgendwas anderes wurde beschädigt. Von dem her sehe ich da jetzt keine große polizeiliche Maßnahmen, die wir tätigen. Nö. Also von meiner Seite auf keinen Fall, nö. Okay, wunderbar. Dann muss ich jetzt mal ganz dringend telefonieren. Ja, natürlich. So, dann schauen wir mal. Sie sind der Herr? Ich bin der Herr Rast, mein Name. Okay. Kann Ihnen gerne auch mal meine Dienstmarke zeigen. Bitte schön. Polizeianwärter. Okay, danke. Mhm. Was ist denn los? So, jetzt muss ich aber. Lalala. So, ich denke mir mal kurz mal zu. Mit den deutschen Fahrzeugen ist echt geil. Sieht einfach so fett aus. Ja, ist halt echt gut gelungen, der Mod, ne? Rast, mein Name. Wir hatten vorher gesprochen wegen dem Unfall, korrekt? Den haben sie. Wunderbar. $8,000. Okay, weil wir haben. Aber es ist interessant, dass ein Polizeianwärter in Zivilsachen zum Einsatz rausfahren darf. Nicht in die Wäsche gepasst, ja. Ich habe hier einen Lackschaden. Wie ist denn der da reingekommen? Also ich weiß nicht. Komisch. Oh je. Ich glaube, heute gibt's noch Tote. Warum? Ich hatte nur eine Meinung, jetzt auf meine Liste nachgucken. Ich weiß nicht, ob Sie sich für Polizeiarbeit interessieren. Ja, ich wollte eigentlich tatsächlich nachher noch meine Bewerbung abgeben. Aktuell, soweit ich weiß, bin ich der einzige Polizeibeamte, den Sie mit sehen. Also mein Chef ist leider nicht da, der Wolfig oder der Herr Meier oder der Herr Jackson. Aber vor uns war da noch ein Kollege da, der Herr Schwer? Ja, aber der ist auch Polizeianwärter. Wir sind ja erst seit einer Woche da. Also, im Polizeidienst. Ich habe mich gerade mit dem Herrn Schumann telefoniert. Der hatte vor einem Unfall. Mit einem anderen. Ja, von Wiesel News, genau. Das war, der fährt so einen grünen Lambo, ne? Korrekt. Ja, der ist bei mir vorbeigekommen, wo ich meine Panne hatte mit meinem LKW. Der hatte mir versucht zu helfen. Ah, okay.
Ich glaube, der ist ein bisschen getriggert, sag ich jetzt mal. Durch den Unfall, pass auf, folgendes Problem. Der Herr, der dass er mir das, alles das zweite Fahrzeug gefahren ist, der den Unfall verursacht hat, war bewusstlos und wurde ebenfalls von den Bereitschaftsmedizinern abgeholt. Okay. Leider war der schon eher weg, als ich hier ankommen konnte. Bedeutet, wir haben weder Personalien von dem Herrn noch irgendwas anderes. Das ist belastend, ja. Ja, und jetzt raten Sie mal, was die Aussage von Herrn Schumann war. Ich kümmere mich selbst darum. Oh. Ja. Und der eine Knarre. Ich ihn nicht abnehmen kann, soll, will. Weil ich habe nichts gegen ihn. Oh je, ich glaube, wir brauchen mehr Beamte. Das ist wirklich manchmal. Ja, ich könnte direkt anfangen, ne? Also. Schön wär's. Aber ich bin leider auch nicht befugt, Urkunden oder Dienstmarken auszustellen. Dachte ich mir. Oh. Wann ist denn mal jemand von der Chefetage da? Gestern war auch schon keiner da. Gestern war kurz mal einer da. Ich glaube, sind meistens immer so am Wochenende sind auf jeden Fall mal welche da. Aber so unter der Woche meistens so eher der Herr Schwer und ich. So die den laut belastend schmeißen. Ja. Wo bleibt denn jetzt hier mein Kollege? Ich würde ihn ja gerne anrufen, aber... Ich hätte... Ah, nee, irgendwie mein Telefon verloren. Verdammt. Wollen Sie vielleicht meins kurz haben? Ja. Ich kann meins gerne geben. So, bitteschön. Danke. Rufen Sie den Herrn doch mal an. Hallo? Ja, wo bist du? Oh, ich bin auf dem Weg. Ja, hol mich mal ab hier. Ich rufe gerade mit dem Telefon von dem Officer hier an. Ah, ist er noch da? Ja, ich komme sofort. Die Schweine haben mein Auto abgeschleppt. Dein Auto abgeschleppt? Ja, das läuft ja. Mal wieder. Jetzt muss ich erst hier zum Abschlepphof hinrennen, ey. Ja, dann hopp, hopp. Ah, ich bin dabei, Mann. Ich bin schon voll aus der Puste. Ja, dann bring ein dicker Portemonnaie mit. Was? Gut. Ja, er muss sein Auto noch abholen. Das ist noch irgendwie... Ein dickes Portemonnaie. Ja. Was läuft denn da? Ach nö, das ist abends immer mal so ein Bierchen trinken gehen und er ist heute dran. Also. Ja, bitteschön. Ach, dankeschön. Wunderbar. Jedi, Grüße. Alles klar, wunderbar. Alles super in der Kneipe. Können Sie mal nicht so rumschreien da drüben beim Telefonieren? Blöde Zippe. Telefoniert nicht mal. Doch, natürlich. Naja. Und was treiben Sie so? Wie bitte? Was treiben Sie so? Ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich meinen Dienst beim PD antreten, aber erreicht da niemand. Notfalls können Sie ja mal eine Mail an den Herrn Ulfig oder Jackson schreiben. Mhm. Oder Sie waren als, also wie gesagt, am Wochenende meistens ist dann doch jemand da, weil Sie müssen uns verstehen mal, wir sind jetzt aktuell, also ich bin jetzt aktuell Polizeianwärter. Ja, ach nee, um Gottes Willen, Sie können da ja nichts dafür. Alles gut, alles gut. Und ganz ehrlich gesagt, ich möchte auch bald mal meine Vorbildung, ich möchte was lernen. Ja. Auf Dauer ist es ja dann doch, ich möchte am besten Polizeirat werden. Mhm. Ausbilder Minimum. Polizeirat habe ich mir so als Ziel gesetzt mal. Mhm. Und Ausbilder ist das Minimum. Okay. Weil ich selber auch in der Army war für ein halbes Jahr. Mhm. Bei so einem Art, ja, Bootcamp-Praktikum. Mhm. Nenn ich es jetzt mal. Und ein anderes halbes Jahr war ich noch bei der amerikanischen Polizei. Okay. Ja, oh, und jetzt bin ich seit einer Woche hier. Was denn? Ach, Mann, oh.
verdammt nass halten! Warum so niedergeschlagen? Hm? Warum so niedergeschlagen? Na, jetzt hier so rumstehen, ich weiß nicht, was der wieder so lange mehr hat da. Ja, das ist der Stadtverkehr ist normal. Wollen Sie einen Witz hören? Zum Aufheitern. Wie bitte? Wollen Sie einen Witz hören? Ja, hauen Sie mal aus, ja. Der kommt aus meiner Heimat. Ja, Moment, lass mich kurz überlegen. Ah, genau. Warum stehen 25 Kühe auf einer Kreuzung? Weil die Bullen mal wieder den Verkehr regeln müssen. Ach nee. Sehen Sie schon, ja. Schon wieder etwas schöner. Achtung, Füße hoch, der kommt flach. Oh. Jojo, na danke für den Host, dankeschön. Oh, scheiße. Ja, ich glaube, ich pack's jetzt dann trotzdem. Ich muss noch Akten schreiben. Mm. Und die zwei Einsatzberichte. Ja, ne, ist alles gut jetzt. Wenn sie so klarkommen, dann würde ich erstmal mich auf den Weg machen. Und dann wünsche ich natürlich noch einen schönen Tag. Ja, trotzdem danke. Na dann, noch viel Erfolg. Jo, danke, tschüss. Ach, war der schlecht, ja. Da ist er. Steig mal aus, Junge! Steig ein! Steig aus! Ich kann nicht! Der Gurt klemmt! Steig aus der Kocher aus! Warte mal, wie war das? Steig aus! 1-0, ne? Kannst nicht zählen. Steig aus jetzt! Der Gurt klemmt die Tür auf! Ich krieg 3000 Dollar von dir, du Lappen! Wie viel? Na, 3000 Dollar haben die mir abgezogen! Ich hab noch 19 Hühnchen für dich. Und ein Telefon krieg ich von dir. Die zu. Sag ein jetzt. Ja, mach mal die Karre auf. Ist doch. Nee. Ja, doch. Ja, als erstes Arbeitsamt. Ach nee, wir müssen erst noch hast du jetzt noch Hühner oder was? Ja. Ja, dann hopp, Hühner verkaufen. Wo war das nochmal? Bei uns zu Hause um die Ecke. Da sind wir schon zu Hause. Ja, wir müssen aber erst noch zum Arbeitsamt. Arbeitsamt. Hat der Polizist gesagt? Die ganzen Steuern, die ich jetzt hier sinnlos wegen dir bezahlt habe, kannst du auch noch bezahlen. Ich kriege jetzt 5 Scheine von dir. Ich habe dir plus 500 geschuldet. Du schuldest mir gleich mal 5000, Junge. Olaf, merk dir eins, beleidige nie meine Mutter. Dumm Brot. Dann ist mein Netz tödlich. Kann auch nichts dafür, dass ich so ehrlich bin. Warte mal, wenn ich jetzt mit Vollkaracho, ich glaube die Karre fährt so um die 220, wenn ich damit vorher noch rausspringe und gegen Baum gegen fahre, und ich glaube nicht, dass du das... Oh, da drüben steht wieder der grüne Lambo. Ja, habe ich gesehen. Hier ist die Hühner, ja. Oh, der mit seiner Tür, ey, der riecht mich um. Unterhörnig. Danke. Bitte. Ich krieg trotzdem noch 3000 Dollar und ein Handy. Am Arsch. Nichts am Arsch. Was? Hast du Taxi bestellt? Ich nee. Alles klar, der fährt seinen Kunden erstmal über den Haufen. Ja, das Personal zu finden ist schwierig. Ja, kenne ich. Arbeitsamt bitte. Was mit PD? Da ist keiner. Ey, da war doch eben einer. Ach, das, jetzt ist auch bloß ein Anwärter. Hast du nicht vorhin gesagt, wir sollen irgendeinen... Ja, haben? Das ist auch bloß ein Anwärter. Hab gerade mit dem gesprochen. Ernsthaft jetzt? Ja. Ich schreibe dir eine E-Mail. Ich schicke meine Bewerbung per E-Mail. Ich glaube, das mache ich auch. Ja, das geht mir auf den Sack. Kann doch nicht sein, dass hier nirgendwo einer ist. Wenn man die Bude mal richtig aufräumen da. Ey, du Fickfrosch! Ja, du bist so akku. Frag noch so doof! Olaf, der hat aber auch gesessen. Zieh ich dir gleich an der Fahrt nach innen rein. Olaf, der hat gesessen. Nur weil ich schon vom LKW angefahren war, du dumme Sau. Ja, ja.
Sonst hättest du die dicke Jacke gebraucht. Das glaube ich nicht. Oh doch. Moment. So, Joanna, schlaf gut, gute Nacht. Dankeschön. Och, komm ich die Zigarette aus meinem Mund? Bubi, hä? Minus? Ja. Olaf, hat sich aber auch richtig gelohnt heute, wa? Ja, aber so richtig. Wären wir mal ein Benzin gefahren, weißt du? Wäre ich mal ohne dich unterwegs gewesen, hätte sich mehr gelohnt. Maul, wohin? Ja, wie, wohin? Hast du auf den Wecker geguckt? Ich hab keinen Wecker. Ja. Home sweet home. Duschen, Bulle, Schnaps an Hals und gut. Also das Übliche wie immer. Ja, ja, ja. Ja, Hupe geht, was machst du? Hast du irgendwas genommen? Hier ist gar keiner. Sag mal. Alter. Schön, dass der hochgelegt ist und drüber fahren kann. Ja, moin. Alter, sind hier alle besorgt? Ey, jetzt muss ich schon wieder fürs Einparken bezahlen. Was kannst du eigentlich? Ey, Mann. Da kann ich da nichts für. Schön. Junge, er war bei Queen stehen. Warte mal, lass mich hier raus. Ich muss noch schnell einen Geldautomaten. Ja, steig doch aus. Oh, fick dich. Weil der nichts kann. Nichts kann der. Außer Schaden machen. wie fahren wir denn jetzt? Achso. Ernst? Jo, du liegst gleich wieder im Krankenhaus. Was willst du? Ich krieg immer noch 3000 Dollar von dir. Also jetzt nur noch 2. Feigling. Olaf. Feigling. Olaf. Feigling. Ich spring vorher raus. Ja, ich auch. Nee, lieber nicht. Ist das dein... Der geht eben Hund? Nicht kann der, nicht kann der. Noch einmal, du! Willst du? Verpiss dich! Hä? Verpiss dich! Oh, ey, wenn ich ein Stück Zucker hätte hier fürs Äffchen. Schattenboxer oder was?
Ein paar Nichtskönner! Originale Nichtskönner! Schnell weg! So. Können wir hier eigentlich nicht. Können wir nicht ausziehen, die Arbeitsklamotten. Gut, ihr Lieben. Komm bestimmt gleich rein. Ist gekauft, Zicke. Ist gekauft. Für einen schmalen Taler. Kauft für einen ganz schmalen Taler. Ja, guck mal ganz hoch. Kiffi, Kiffi. So. 3,5 Millionen. Ja, fast. Gefühlt auf jeden Fall. Olaf, ich bin mal bett. Jedi, schlaf gut, gute Nacht. So. Wir machen jetzt ja auch Schluss für heute.